willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Diskussionsrunde auf Initiative der WWW. Warum sind wir heute hier? Wir sind heute hier, weil aus den Reihen der WWW-Mitglieder, insbesondere aus dem Bereich der Innenstadt, deutliche Signale, und zwar in Sorge um das Geschäftsleben und die Wohnung im Zentrum, in diversen Zusammenkünften, in Stammtischen, Jahreshauptversammlungen und Arbeitskreisen an uns, an den Vorstand, gesendet wurden. Es macht sich Unmut breit, vermeintlich deswegen, weil in den letzten 3 bis 6 Jahren viele Lösungsansätze enthalten in diversen Gutachten, wie zum Beispiel Einzelhandelsgutachten und Masterplan, nicht oder nicht im zwingend notwendigen Umfang in eine Realisierungsphase überführt worden sind. Es wäre schön, wenn es heute Abend gelänge, keine Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, sondern gangbare Wege aufzuzeigen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn es gelingt, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weilburg mehr auch als Menschen zu gewinnen, die sich für die Stadt mitverantwortlich fühlen, dass es dann gelingt, die Stadt voranzubringen und die gegenwärtigen Probleme zu lösen. Ich halte das insbesondere für auch eine Bewusstseinsfrage, über viele Dinge nachzudenken. Suche der Stadt Bestes, dann wird es der Stadt, damit es der Stadt wohl geht, so geht es auch euch wohl. Diesen Zusammenhang hat vor 2500 Jahren der Prophet Jeremia ausgesprochen und aufgeschrieben. Sie werden jetzt vielleicht sagen, ein sonderbarer Zusammenhang. Was hat die individuelle Situation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt zu tun? Die Antwort ist einfach. Ein funktionierendes Geschäftsleben in einer Stadt sichert nicht nur Arbeits- und Ausbildungsplätze, führt zu Steuereinnahmen für die Stadtgemeinde, sondern erhält so auch mittelbar die Häuser und damit das historische Ambiente zur Schlossanlage. Allen Bürgerinnen und Bürgern sollte daher bewusst sein, dass jeder und jede mit dem Kaufverhalten für eine Stärkung der Infrastruktur unserer Stadt beiträgt. Also ich sehe Weilburg in 10 Jahren, dass wir weniger Leerstände haben. Nicht, dass sie alle besetzt wurden mit attraktiven Geschäften, sondern dass zum Teil auch Wohnraum geschaffen wurde aus den jetzigen, zum Teil meiner Ansicht nach nicht zu vermietenden Leerständen. Und ich bin davon überzeugt, dass eine Region sich eigentlich wieder selber entdecken wird. Man wird irgendwann entdecken, dass Einkaufen im Internet nicht wirklich cool ist, wenn die Einnahmen doch in der Region bleiben. Nun ist es mir egal, ob es nun online passiert oder tatsächlich noch der Ladenbesuch ist. Aber ich denke mir, dass der Bürger in Weilburg erkennen wird, dass mit den Einnahmen, die in Weilburg auch generiert werden, auch Steuereinnahmen für die Stadt letztendlich fließen. Und damit letztendlich auch ein soziales und auch ein kulturelles Engagement gestaltet werden kann. Das ist meine feste Überzeugung. Also ich sehe der Zukunft eigentlich sehr positiv entgegen. Ja, meine Damen und Herren, ich sehe die Stadt in 10 Jahren auch positiver als heute, ganz eindeutig. Wir reden ja jetzt immer über Leerstände und ein Grund dafür ist die mangelnde Präsenz der Menschen in der Stadt. Das hat viele Gründe. 15% des gesamten Einzelhandels von Weilburg findet nur noch in der Altstadt statt. Schlecker und ihr Platz sind weggegangen. Die Menschen, die früher die Ärzte hier in der Stadt besucht haben und jetzt ins Ärztehaus gehen, fehlen auch in der Stadt. Und das hat eben zur Folge, dass die Leerstände da sind. Und aus diesem Grund ist ja die Idee mit der Altstadtgalerie entstanden. Wir waren uns ja schon seit dem Masterplan darüber im Klaren, dass wir einen Anziehungspunkt brauchen. Die Satelliten und die Sonne brauchen ja auch, um die Sonne auf ihrer Bahn gehalten zu werden. Es muss halt zuerst die Sonne da sein und dann kommen die Satelliten. Und so war auch die Idee, dass die Altstadtgalerie ein Anziehungspunkt sein soll. Dafür brauchen wir einen Investor, der ist wohl da. Aber das Problem wird daran liegen, wie die Mieter
naja, gewonnen werden können, damit sie auch die notwendige Miete bezahlen. Aber jetzt mal vorausgesetzt, es klappt mit der Altstadtgalerie. Und davon gehe ich jetzt bei meinem Statement aus. Dann wird das sicher zur Folge haben, was wir auch damit beabsichtigt haben, dass dann die übrigen Leerstände sich füllen werden. Sicher nicht alle. Das wird ein Mix geben zwischen Einzelhandelsgeschäften und schönen Wohnungen. Aber damit das passieren kann, muss von den Eigentümern der Immobilien vorher auch etwas getan werden. Manche Leerstände sind einfach vom Platz her und vom Zustand her nicht zu präsentieren bzw. zu gebrauchen. Also wie gesagt, ich glaube an die Altstadtgalerie und die Folgen daraus. Aber ich meine auch, es sollte eine Deadline gesetzt werden, bis zu der diese Altstadtgalerie Wirklichkeit wird. Wir können sicher nicht weitere 5 Jahre, wie nach dem Masterplan, zuwarten. Im Masterplan ist ja auch schon über die Leerstände geredet worden. In der Zwischenzeit sind sie aber mehr geworden. Also positiv und deswegen nochmal Aufbruchstimmung, ja, wir schaffen das. Das müssen wir alle glauben und rangehen gemeinsam. Ich bin überzeugt davon, dass wir in einigen Jahren oder in 10 Jahren, wenn ich es gerne wissen möchten, kaum noch Leerstände haben, weil in der erbauten Altstadtgalerie derartig gute Magnete angesiedelt werden konnten, die viele Besucher in die Stadt bringen oder dann gebracht haben werden. Ich bin überzeugt davon, dass es gelingen wird. Es ist kein leichter Weg, aber es wird gelingen, wenn wir alle das Nötige dazu beitragen. Mein Weg ist der, dass ich jetzt das utopische Bild kurz zeichne. Meine Vorhersage für in 10, 15 Jahren ist, wir fahren in Waldburg an der Frankfurter Straße unter die Stadt und parken unter der Stadt. Es werden Tunnelsysteme unter der Stadt sein, die nach oben führen, wo mit Fahrstühlen auch ältere Menschen ohne Barrieren in die Stadt reinkommen. Es werden dadurch Flächen frei geschaffen, zum Beispiel am alten Parkdeck, also am Parkdeck, wo moderne Wohnungen geschaffen werden können, auch mit Aufzügen, um ältere Menschen, die ja in der Zukunft, sagen wir mal, in unserer Region zunehmen werden, ich sag mal, in qualitativ guter Weise wohnen können. Nur gemeinsam, mit einem gemeinsamen Konzept, werden wir dort aber dann auch sicher blühende Landschaften erleben. Meines Erachtens müssen wir erst einmal gewisses Denken und Handeln verabschieden. Wir müssen den Mut haben, die Risikobereitschaft haben, mal gewisse Mietpreise zu vergessen. Wir müssen uns mal darauf einlassen, Menschen Startchancen zu geben. Und wir müssen uns verabschieden von dem Gedanken in einer Stadt wie Waldburg, dass irgendeine Person oder irgendeine Institution allein alles löst. So, das sind die 2 Grundvoraussetzungen für mich, die erfüllt sein müssen. Ich sehe eine Chance für diese Kernstadt, für die Altstadt, wenn wir sie als Ganzheit verstehen. Wenn wir nur die Altstadt allein betrachten, werden wir nicht gewinnen, dann bleibt sie ein Stück Insel. Sie muss vernetzt werden und insbesondere der Postplatz und der Landtorplatz spielen eine wesentliche Rolle, weil das sind die 2 Tore zur Altstadt. Und wir brauchen eine Entwicklung der gesamten Kernstadt, ich sage mal vom Europaplatz bis oben hin zum Kern. Wir haben ja einiges. Wir haben Bildung, wir haben Kultur, wir haben Natur und wir haben auch Wirtschaftsleben. Das ist ja alles da. Und jetzt brauchen wir mehr Menschen in der Stadt und dann bekommen wir auch eine vernünftige Handelssituation und wir müssen in Sachen Handel in der Altstadt einiges lösen und da ist Miete für mich einer der Schlüsselfaktoren und die Qualität der Flächen, die vermietet werden sollen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass Herr Mühl recht hat, wir werden in irgendeiner Form Waldburg GmbH, Waldburg Genossenschaft, Fonds offen, wir werden ein Stück Finanzkraft brauchen, nicht nur Menschen ins Stadtzentrum holen, sondern auch Finanz- und Tatkraft ins Stadtzentrum holen. Wenn das alles erfüllt ist, dann haben wir aus meiner Sicht eine Chance, denn es gibt durchaus auch Sachen, die in Waldburg neu aufmachen, aber die müssen Chancen haben. 500.000 Tagestouristen in Waldburg. Wir haben
ich denke mal, 500 Mitarbeiter, die in der Stadt, in der Kernstadt leben. Und für die alle, die kriegen keine Milch und so weiter, das ist eigentlich sehr, sehr schwer zu verstehen. Und für mich ist es auch als Einzelhändler irgendwo so nicht nachvollziehbar, warum sich da irgendwie an dieses Thema keiner ranwagt. Zum Beispiel eine Bäckerei oder auch ein Lebensmittelmarkt, die wirklich für diese Nahversorgung, auch die für den Punkt Wohnen in der Innenstadt, der wird immer wieder angesprochen, wie wichtig das ist. Warum soll ich in einer Stadt wohnen, in der ich halt keine Lebensmittel bekomme, in der ich die Nahversorgung nicht gewährleistet bekomme? Das ist das, was mich eigentlich im Moment ein bisschen mehr bewegt, weil ich in diesem Punkt wirklich ungeduldig bin. Zunächst ist einmal der Zeitraum zu überbrücken, bis es eine Altstadtgalerie gibt. Und das hat was mit der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zu tun. Wir müssen die Stadtteile wieder auf die Innenstadt konzentrieren. Wir lieben und leben Weilburg. Lieben tun alle Weilburg, das Ambiente. Leben tun es nicht alle. Jede Einzelne, jede Gruppe kann darüber nachdenken, was sie dazu beitragen kann. Wir haben mit der Kreissparkasse in Weilburg eine Ausstellung für den Oktober projektiert, in dem wir unter dem Stichwort Wir lieben und leben Weilburg alle möglichen Initiativen, die es gibt und alle Perspektiven einfach im Foyer der Stadt der Kreissparkasse zu präsentieren. Mit dem Projekt Straßen der Kunst sind wir zurzeit dabei, den Versuch zu starten, in Weilburg ein Kunsthaus mit Jugendkunstschule und Kunstseminaren für Erwachsene zu etablieren. Für kleinere Leerstände in der Langgasse wird es eine Initiative geben, um Dienstleister in den kreativen Bereichen und kunsthandwerkliche Werkstätten nach Weilburg zu holen. Wir werden das bis Ende 2013 erproben. Eine nachhaltige Realisierung dürfte aber nur mit öffentlicher Förderung und Unterstützung durch Sponsoren möglich sein. Die Frage, die Herr Birk gestellt hat nach den Schülerinnen und Schülern, können wir aus dem letzten Jahr bei den Straßen der Kunst positiv beantworten. 400 Schülerinnen und Schüler aller Weilburger Schulen, einschließlich der Technikakademie, haben sich an Kunstprojekten beteiligt, was dazu führt, dass Opa und Oma, Tante und Onkel natürlich in die Stadt geführt wurden, um die künstlerischen Exponate zu zeigen. Nur können wir mit diesen Aktionen nur insofern etwas beitragen für Investoren, als sie, wenn sie die Stadt besuchen, eine belebte Innenstadt vorfinden. Das ist nämlich die Stadt-Umland-Akzeptanz. Wir müssen Betroffenheit im Umland auslösen, weil mir das immer wieder auffällt, wenn ich das Thema draußen in den Dörfern anspreche. Da zucken die mit den Schultern, sagen, was willst du mit Weilburg, sei ruhig. Und da ist es einfach wichtig, dass alle verstehen, dass eine Region von der Weilburger Altstadt lebt. Die Weilburger Altstadt ist das strahlende Thema, was nach außen wirkt. Die Schlosskonzerte, das Schloss, die Qualität in der Altstadt. Die ganze Entwicklung hier, ob das die Baulandpreise sind, ob das die Gebäudepreise sind, die hängt ab von der Vitalität der Altstadt. Wenn die Leute den Eindruck haben, hier ist nichts mehr, dann wird auch das sich wie so ein Ringsystem nach außen weiterziehen und plötzlich werden auch die Werte der Gebäude draußen sinken. So, und deswegen ist ganz wichtig, dieser Ansatz von Werner Röhrig, dass man sagt, es muss Betroffenheit ausgelöst werden, nicht nur bei den Menschen, die in der Altstadt wohnen, sondern es muss Betroffenheit in der gesamten Region ausgeübt werden oder ausgelöst werden, damit genau da auch eine Mitwirkungsbereitschaft da ist, das Thema Weilburg und das Thema Altstadt zu entwickeln und, wie gesagt, das andere Thema, radikale Wende in der Stadtentwicklungspolitik von außen nach innen, nur so geht's. Dass diese Anregung, die von Ihnen kam, ich kenne den Namen, ich mag ja auch nicht, war meines Erachtens ein sehr wichtiger Hinweis. Vor allem ein Hinweis oder ein Ansatzpunkt, auf den man sofort eingehen könnte und sich Gedanken machen müsste, wie spricht man
Die Hunderte sind ja Hunderte Schüler und Studenten, die hier in Weilburg jeden Tag einpendeln. Kommen ja auch, die pendeln ja auch ein, in Weilburg selber wohnt ja kaum jemand. Wie macht man es, dass man diese jungen Leute, und das sind ja nicht nur Schüler, das sind ja auch viele Studenten, anspricht, dass die über kurz oder lang länger sich in Weilburg aufhalten, auch am Abend vielleicht mal wieder herkommen, in ihrem Umfeld auch akquirieren und Freunde mit herbringen. Ich weiß jetzt nicht, was man da alles machen muss. Es wird ja schon gelegentlich etwas gemacht am Fluss und anderswo und an der Lahn. Aber da, meine ich, ist die Anregung von der Dame von hier drüben eine ganz aktuelle, eine ganz wichtige, wenn Sie nach Zielgruppen fragen, wie Sie das hier eben getan haben. Offensichtlich haben Sie diese Zielgruppen, die die Dame angesprochen hat, gar nicht aufgenommen, Herr Wiedemann. Warum, wenn Sie alt werden, Herr Schick, und leben wollen in Weilburg, und Sie stellen sich vor, Sie würden in der Innenstadt leben, irgendwo in der Nähe vom Marktplatz, wo kriegen Sie Ihre Brötchen her? Genau das wollte ich sagen. Wo kriegen Sie Ihre Lebensmittel her? Wo kriegen alle Menschen, die in der Stadt vielleicht leben wollen, das her, was sie für den täglichen Bedarf brauchen? Wenn sie da aber leben und sich wohlfühlen und das kriegen, wird das sichtbar nach außen. Man wird es an den Häusern erkennen. Die Leute werden gerne durch die Stadt gehen und sagen, guck mal, ist aber niedlich gemacht, sieht aber schön aus. Also ich werbe so ein bisschen dafür, das Herz zu finden für diese Stadt und greife auch nochmal das Thema auf, vielleicht ein Fonds irgendwas ins Leben zu rufen, wo die Leute, die den Herz dafür haben, auch sagen können, und ich gebe auch ein Stückchen Geld dafür und engagiere mich auch mit. Und das Letzte, was ich sagen will, Entschuldigung, ich sage also ganz offen, ganz direkt, heute fragte mich eine Kollegin, ich möchte am Wochenende mit meinen Eltern unterwegs sein, was gibt es denn in Weilburg? Ich habe das erzählt, was ich halt selber noch hier kenne oder so, und das Problem war, die Homepage von Weilburg hat, ich sage mal, gesprochen, Berufsjugendliche haben wir hier genügend, die immer glauben, über Jugendliche sprechen zu können, mit Gesundheit. Wenn ich Ihnen sage, ich habe einen 18-jährigen Sohn, der jetzt Abitur gemacht hat, der auch in 3 Monaten weg ist, der wird auch nie wiederkommen. Ich lebe mein Leben lang schon hier. Was die wollen, dann wird klar, die wollen keine Stadthalle, die wollen da einen Mediamarkt. Das ist es. Die wollen kein Bergbaumuseum, die wollen McDonalds in die Innenstadt. Das sind die wahren Gründe, warum die Jugendlichen hier nicht herkommen. Die wollen hier Subway haben, die wollen hier CDs kaufen können. Alles Dinge, die man natürlich in den klassischen Bildungsbegriff natürlich auch nicht so ganz reinpasst. Das ist der eine Punkt. Wollen wir die Stadt also wirklich verändern? Es wurden hier Vorschläge gemacht, die Jugendarbeit in die Stadt, Schulen in die Stadt. Aber ohne bauliche Veränderungen, wie soll das denn gehen? Denn ich werde den ersten hören, der sagt, wir haben hier von der Investor willkommen, wir werden da 10 Wohnungen bauen, an einem vielleicht jetzt noch unbebauten Platz. Was dann los ist? Wenn ich jetzt alles aufzähle, was die Stadt getan hat, in den letzten 10 Jahren sitzen wir im Morgen. Ich will nur das nehmen, ganz schlaglichtartig, was die Stadt in den letzten 2 Jahren in dem Bereich Altstadt, Innenstadt bearbeitet hat. Was ich hier antworten kann, eins habe ich soeben gelernt, nach dem Vortrag des Bürgermeisters, dass die Stadt eigentlich alles getan hat und normalerweise in dieser Diskussion gar nicht mehr mitwirken muss. Das ist eine provokative Feststellung, Herr Bürgermeister, aber vielleicht gar nicht das Einzige. Wir brauchen auch Zustimmung. Das fängt damit an, dass wir Weilburger das, was hier in Weilburg angeboten wird, auch hier kaufen. Viele Geschäfte, die es nicht mehr gibt, die gibt es deswegen nicht, weil es eben viele Menschen von uns gibt, die schon immer oder öfter irgendwo anders einkaufen. Das Zusammenstehen zur Stadt gehört auch, dass man alles, was man hier bekommen kann, auch wirklich hier. Wenn jeder dann irgendwie einen Betrag noch in den Topf reinwirft, ja, und auch noch sagt, ja, das ist meine Bäckerei und natürlich kaufe ich meine Brötchen beim Bäcker und nicht beim Aldi im Automaten, ja? Dann kann so etwas funktionieren. Aber da muss sich dann halt jeder an die eigene Nase fassen. Wollen wir das? Und dann müssen wir es auch machen. So einfach kann es sein. Es gibt über den König-Konrad-Preis und auch über private Initiativen sicherlich 1000
Ideen, wie man Weilburg entwickeln kann. Bei dem König-Konrad-Preis wurde ein Vorschlag gemacht, der wirklich nachdenkenswert ist und der von den ansässigen Geschäften überprüft werden sollte. Die Stadt, der Altstadt, ein Profil zu geben unter dem Gesichtspunkt von Bio und Fair. Der faire Handel bietet inzwischen qualitative Produkte an, die der Weltladen alleine gar nicht alle verkaufen kann. Es wäre wirklich, das wäre mein Rat an Sie, mal zu prüfen, ob die Einzelhandelsgeschäfte, die es jetzt in der Innenstadt gibt, nicht in einem Segment nach und nach fair gehandelte Waren in ihr Sortiment aufnehmen. Die Altstadt muss etwas anbieten, was es im Grunde selbst in Limburg, Wetzlar und Gießen nicht gibt. Ich würde Ihnen sehr empfehlen, sich da mal umzuschauen. Ich habe vorhin mit einem Kollegen zusammengesessen, da weiß ich, zwei Kolleginnen waren dabei, die saßen mir gegenüber, da habe ich gesagt, wo seid ihr denn gewesen in den letzten 4 Jahren? Die kannten das Weinfest und die haben mal in der Innenstadt ein Eis gegessen und da war es dabei. Wir müssen diese Leute alle mehr mitnehmen. Und die Schüler warten darauf, dass wir ein Signal geben mit Geschäften, mit auch mal Ideen wie ein Hollister oder sonst irgendwas. Das suchen die. Und dann, wenn wir sagen, wir haben ein kleines Angebot dabei, dann machen sie mit. Die waren auch interessiert, als es damals in dir, das höre ich nämlich auf, die Planung, die Rathaus-Terrassen ging. Da sind die hingegangen, haben da was drüber ausgearbeitet und haben Interesse bezeigt. Die würden auch reingehen, aber wir müssen ihnen zeigen, das haben wir, das wollen wir und die Probleme haben. Das müssen wir an allen Hörern weiterlegen. Ich würde sagen, ich spreche die Schüler an, ich spreche jeden an, der sich angesprochen fühlt. Es wird ein Ideenwettbewerb gemacht und soll das Thema Leerstand in Weilburg angesprochen werden. Es soll das angesprochen werden, wer hat die beste Idee und das wird vorgelegt dem Gremium oder wem auch immer. Und wenn man dann die Idee gefunden hat, würde ich demjenigen, der eine Geschäftsidee hat, es geht um eine Geschäftsidee und eine Belebung, dem würde ich sagen, okay, du bist der Sieger, du bekommst ein Jahr die Miete bezahlt und da kann man, ich denke mal, das kriegt man in Weilburg gut geregelt. Hier werden viele Dinge gemacht werden müssen, die von vornherein nicht immer gleich Rentabilität und Gewinn erzielen werden. Trotzdem muss es gemacht werden. Und ich war nun mal Banker in meinem Beruf und ohne Geld wird es nicht gehen. Und wenn wir zu Banken gehen und sagen, hier, wir haben eine tolle Idee und finanziert uns das, dann wird die Gegenfrage kommen, was macht ihr denn dazu? Und insofern würde ich vorschlagen, dass wir dieses dazu in Anführungszeichen regeln durch Schaffung einer Kapitalbasis, zu der sämtliche Bürger der Stadt beitragen. Wenn es einer alleine macht, dann geht das nicht. Aber wenn wir es auf die Schultern von allen verteilen, wird das vielleicht eine Basis sein, mit der wir dann auch aufbrechen. Ich habe die Sorge eigentlich nicht, dass wir alle auseinanderlaufen und es keinen mehr interessiert, was geredet worden ist. Es ist der Versuch gewesen, mal die unterschiedlichsten Interessen an einen Tisch zu holen und die unterschiedlichsten Interessen darstellen zu lassen, damit Weilburger mal mitkriegen, aus welcher Ecke kommt denn das Problem, wo drückt der Schuh, was tut die Stadt, was tut die WWW, was tut jemand, der sich um Kunst kümmert, was tut jemand, der Immobilien versucht zu vermarkten, was tut jemand, der auch völlig neue Ideen entwickelt, die im ersten Moment utopisch klingen, haben auch die Rathaus-Terrassen und trotzdem war es sehr, sehr sympathisch.